Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avataren und Avatare, liebe Mitmenschen, mein Name ist Burkhard Tom Hoop, in Second Life bekannter als Book Tom Bloch. Ich bin Gründer und Inhaber der Freien Bibliothek Pegasus, eine unkommerzielle deutschsprachige Bibliothek in Second Life, einige englischsprachige Bücher führen wir auch. Jedoch ist es so, dass ich nicht allein auf die Literatur beschränkt bin. Es gibt einige weitere Projekte auf der SIM, insbesondere der Platz der Verständigung, und der ist hier gleich an der Seite von mir. Hier wird versucht, über die wichtigsten und größten Religionen auf der Welt zu informieren. Durch Umblätterbücher, durch Notecard-basierte Bücher, aus denen man besonders leicht und einfach Text auch nach draußen kopieren kann. Es sind dann einfache Textfiles, aus denen man in Textverarbeitung oder ähnliches übernehmen kann. Auch manche Info-Notecards sind natürlich enthalten, so wie hier zu sehen. Diese lassen sich dann leicht kopieren und erneut abspeichern. Ich bin der Ansicht, dass Toleranz, Verständnis und Frieden nur dann zu erreichen ist, wenn man sich für das Andere, das Neue, das Ungewohnte interessiert. Wenn man Neugier hat, Interesse, und dazu gehören unbedingt Informationen. Informationen vieler Texte. Lassen Sie uns den kleinen Rundgang hier beginnen. Hier sind einige Materialien über den Buddhismus vorhanden. Sie finden sich auch kompakt gesammelt in den Infowürfeln. Hier sehen wir einige Umblätterbücher. Auch da ist aber der Text auf der ersten Seite als Notecard enthalten. Jedoch hat dies den Vorteil, dass man auch in der Welt umblättern kann. Wobei dann auch Illustrationen gut zu erkennen sind. Beim ersten Umblättern kann es einen Moment dauern, bis die Texturen geladen sind. Bei weiteren Umblätterungen geht es dann aber deutlich schneller.
Gern kann man sich diese Bücher kostenlos kopieren, mitnehmen ins eigene virtuelle Heim oder für das Inventar und kann die sich gerne auch an andere Menschen wiederum weitergeben. Die Bücher sind also, wenn immer möglich, free und full term. Hier haben wir uns jetzt ein wenig länger aufgehalten, um die Bücherbedienung zu erklären. Wir gehen nun etwas zügiger vor, werfen aber zunächst einen Blick auf den Mittelpunkt des Platzes und dieser wird durch eine Skulptur dargestellt, die man hier sehen kann und die in vielen Sprachen das Wort Liebe, Love, enthält. Verbunden sind alle Stationen durch diese roten, Dinge. Sie sind nicht materiell, man kann durch sie hindurch, so wie es bei Luft oder Liebe oder Gefühlen auch ist. Und hier haben wir nun eine weitere Station, den Islam. Der Koran ist vorrätig, diverse Informationsschriften finden sich. Und etliches mehr. Einige sehr schöne Verse von Rumi. Mitnehmen. So, vielleicht können wir hier auch noch mal kurz reinblättern erst. So. Da gibt es also auch etliche Informationen, Fotos, Landkarten und historische Abbildungen. Und vieles mehr. Hier wieder der Infowürfel. Einige Originalseiten. In der Originalschrift. Hier noch immer etwas über die Aleviten, Derwische und Sufi. Besondere Gruppen. Innerhalb des Und hier geht es weiter zum Christentum. Man sieht auf dem Boden einige Pfeile vom Judentum, Christentum und Islam. Bekanntermaßen sind dies ja Bruderreligionen, die sich alle drei im Besitz der Schrift befinden, wie man sagt. Das heißt, im Christentum ist dies das Alte Testament,
dass auch der Islam ohne weiteres anerkennt und im Judentum ist es grob gesprochen die Tora. Die islamischen Menschen wundern sich ja oft, dass wir drei Götter haben im Christentum, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. So interessant können die unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen sein. Hier noch speziell etwas zum Evangelischen, zum Martin Luther. Und hier neben der Bibel wieder ein Informationsbuch über diese Religion. Weiter geht es, wie schon angedeutet, zum Judentum. Hier haben wir verschiedenste Dinge, auch ganz besondere Ausprägungen, wie das Sefer Yetzirah, was aber zweifellos einen besonderen Aspekt im Judentum betont. Hier hingegen ein allgemeines Informationsbuch und ein, wie ich finde, schönes Kunstobjekt. Hier ist eigentlich in gewisser Weise eine Art Sammlung vorhanden, native und andere Religionen, die nicht so ganz einfach zusammenzufassen waren. Man sieht hier ein Totem der Indianer, auch mit Informationen versehen. Da gibt es Bilder, Informationen auf Englisch und Deutsch, die man mitnehmen kann. Und hier wie immer das Infobuch. Afrikanische Religionen, wie schon erwähnt, die indianischen. Also auch eine sehr interessante Angelegenheit. Mir wurde dann manchmal vorgeworfen, ich führe nämlich nur mit diesen Religionen, Sekten und Ähnlichem beschäftigen. Aber gemeint sind natürlich auch Weltanschauungen, zum Beispiel eben der Humanismus, die Ethik und ähnliche Dinge. Hier werden verschiedene Aspekte hervorgehoben. Immanuel Kant, Simmel, der einige Dinge untersuchte und durchaus auch Umgangsformen im tieferen Sinne, wie bei Klinge zum Beispiel, auch mehr oder weniger politische Ansätze wie der Anarchismus, hier von Kropotkin die freie Vereinbarung, allgemeine Informationen über den Anarchismus. Dazu gibt es auch T-Shirt, das man sich mitnehmen kann. Die sind wieder
einzelne Note Cards in den Note Cards, die dann einzeln wieder geöffnet werden. In den Tab, Humanismus und Ethik. In ähnlicher Form ging es weiter mit Philosophie und Wissenschaft. Leonardo da Vinci, Texturen, und wieder ein Infobuch. Themen wie Wissenschaftsethik, Naturwissenschaft, Wissenschaft allgemein, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Philosophie, Agnostizismus, Atheismus selbstverständlich auch behandelt. Ähnliches mehr. Giordano Bruno, auch über ihn wird informiert. Hier haben wir noch einige Bücher von Descartes. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Und eine Untersuchung über die Religion von dem Soziologen Simmel. Des Weiteren noch einige Dinge über, beziehungsweise vom ein Thackeray, der zum Beispiel pantheistische und panentheistische Elemente in seinem Werk aufweist. Weiter geht es noch mit erloschenen Religionen und Sekten, mit ganz alten, mit Mythologie und mit kleineren Dingen. Da sammelt sich so einiges, zum Beispiel ägyptische Märchen, die schon älter sind und auch vor längerer Zeit schon herausgegeben wurden. 1793, ein Originaldokument. Aber wie ich denke, noch so gerade lesbar. Aus Ägypten finden wir einiges. In Aton-Hymnus beispielsweise die Maxime des Ptahupä und die Papyrusprisse. Dazu einige kleine Diashows. Hier schließlich etwas von Sun Tzu, von Musashi und Sun Tzu. Von Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Ein Werk, das philosophischer ist, als man denken sollte. Und das Buch der Fünf Ringe,
ist immer sehr interessant. Einige Informationen über die Kelten. Noch einmal etwas über Echnaton. Monotheistischen Herrscher, wenn man so sagen will. Hier dann mehr die Mythologie. Wir sehen den Herrn Odin. Und natürlich findet sich auch die Edda vollständig, sowie etwas aus Finnland, nämlich die Kalevala. Text natürlich auf Deutsch. Hier werden einige Mystiker aus dem Okzident nochmal näher beschrieben, Meister Eckhart, Seuse, Taula, Erasmus von Rotterdam, Thomas von Aquin, Albertus Magnus, Wilhelm von Ockham und Anselm von Canterbury, alles wirklich interessante Figuren, letztlich aus unserem Kulturkreis, aber oftmals nicht so sehr beachtet. Hier ist dann Meister Zeus zu sehen und etwas über die griechische Mythologie, den Olymp und so weiter. Von daher schauen wir auch nochmal hierher. Da finden wir etwas über die griechische Geschichte. Auch ein altes Buch, aber darum nicht weniger interessant. Es gab hier einmal eine Wohltätigkeitsaktion zugunsten der SOS Kinderdörfer in Griechenland. Und von daher existieren auch noch die entsprechenden Buchpakete. Diesen Herrn kennen vielleicht auch einige. Es handelt sich um Sokrates bzw. um Berichte von Platon. Sokrates war eine sehr lehrreiche Geschichte. Sokrates wurde ja zum Tode verurteilt mit einer Mehrheit der angegebenen Stimmen. Er hielt dann eine sehr eindrucksvolle Verteidigungsrede, die wirklich sehr tiefgründig war. Danach haben ihn dann fast alle zum Tode verurteilt. Nun ja, hier sind noch besondere Stücke wie das Kympanion von Carl Gustav Jung, eigentlich ein Psychologe, die sieben Belehrungen der Toten. Hier haben wir Gilgamesch-Epos und Karls. Eine der ältesten Erzählungen überhaupt. Über die Hexen, oder besser gesagt, Wicca, ist hier etwas zu finden. Wer sich da also informieren möchte, kann das tun. Hier recht beliebt eigentlich die Merseburger Zaubersprüche. Und das Buch wird genommen. Ob die Sprüche dann gewirkt haben, meinen Avataren, weiß ich freilich nicht. Von Hermes Trismegistos, die Smaragdtafel in zwei verschiedenen Übersetzungen.
altes, eigentlich verständliches und doch rätselhaftes kurzes Werk. Hier werden noch einige kleinere Dinge besprochen, beziehungsweise haben wir hier auch noch Auszüge aus der Urantia. Das war der Wunsch eines Besuchers. Das haben wir dann gerne gemacht. Hier etwas über die Bahai, über die Sikh, über Bhagwan, später Osho genannt, die transzendentale Meditation und über die Hare Krishna Bewegung. Das ist His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Wenn jemand Heinz Müller heißt oder Karl Mayer, ich kann es mir nicht merken. Bei solchen Namen klappt das dann schon eher. Er war, ist Gründer und war lange Jahre Sprecher und Führer in dieser Gruppe. Wir gehen weiter in der Runde in Richtung Indien. Hier zum Beispiel Hanuman zu sehen auf dem Metallrelief, das übrigens bei mir zu Hause an der Wand hängt, ist getriebenes Metall. Sehr schön. Zu Indien und Hinduismus gehört natürlich unter anderem die Bhagavad Gita. Hier sehen wir Krishna und seine Gattin. Hier das Infobuch mit Fotos. Über den Hinduismus. Dies hier hat mit Kung Fu nichts zu tun, aber mit Konfuzius. Ob man ihn als Religionsstifter und als Religion ansehen soll, scheint mir fraglich. Aber unähnlich ist es dem auch nicht. Etliche Bilder und natürlich auch schriftliche Informationen finden sich. Weiter geht es hier entlang zum Taoismus. Das Tao Te Ching ist möglicherweise einigen bekannt. Yin und Yang als Zeichen, das man öfter einmal sieht. Aber außerdem Tao Te Ching noch andere Dinge. Andere Bücher, das Yin Fu Ging zum Beispiel, aus dem hier etliche Auszüge sind. Sehr schön auch die auch die besondere Literaturform der Haikus oder Haiku. Eine Originalaufnahme von meiner Wand. Hier ist dann nochmal einiges über den Begründer und das selbst natürlich.
von Lao Tse oder Lao Tzu. Und hier noch einige verschollene Schriften. Wie es heißt. Das ist jetzt ein wenig ungünstig beleuchtet. Das können wir aber, denke ich, ändern. So, sieht man es ein wenig besser. Hier dann wieder das Wikipedia-Infobuch zum Taoismus. Hier noch aus dem Nietzsche. Welches hier ebenfalls zuzurechnen ist. Nun kommen wir nach Japan zum Shintoismus. Die Sonnengöttin Amaterasu, von ihr hat man eventuell gehört. Ein typisches Bauwerk. In Japan, wie gesagt, sehr verbreitet. Nach wie vor. Und damit, denke ich, haben wir unseren kleinen Rundgang beendet. Wie man sehen kann, sind alle Informationen vorhanden. Wer nicht lesen mag, kann sich die Bilder anschauen und versuchen, so einen Weg, einen Zugang zu finden zum Verständnis des anderen, der anderen, zum Verständnis seiner Mitmenschen. Ich hoffe, jetzt so ein klein wenig beigetragen zu haben und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.